Wertes Präsidium, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, die Fraktion, die in den Augen der meisten Bürger bis auf wenige Ausnahmen aus Heuchlern und scheinheiligen Opportunisten besteht, legt diesem Hohen Haus einen Antrag für eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche Wärmeversorgung ohne soziale Kälte vor, der aber bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen das ganz genaue Gegenteil bewirken würde. Denn das, was Sie da fordern, hatten wir nämlich noch bis vor ein paar Jahren, eine sichere, bezahlbare Wärmeversorgung ohne soziale Kälte, bis Sie der kranken Ideologie vom vermeintlich menschengemachten Klimawandel den Weg in dieses Parlament ebneten. Sie haben das Schiff Utopia vom Stapel gelassen, vor dem Franz Josef Strauß so eindringlich gewarnt hat. Er sprach damals von einem roten und grünen Faschingskapitän, die das Steuer übernehmen würden. Heute müssen wir konstatieren, dass es keine Faschingskapitäne sind, sondern offensichtlich Clanchefs verstrickt in Finanzskandale und Vetternwirtschaft. Liebe Landsleute, Sie sind zu Recht wütend und verunsichert wegen der Heizungspläne von Habeck und seinem reichen Clan, verantwortlich dafür, dass diese Eigentums- und Wohlstandsvernichter erst in die Position gelangten, solch kranken Unfug überhaupt in Gesetzesform gießen zu können, ist aber die Union, die diese unwissenschaftliche Weltuntergangshysterie erst gesellschaftsfähig gemacht hat. Die von den Apokalyptikern übernommene Forderung der Union war es, Deutschland müsse klimaneutral werden, um die Welt zu retten, und das nicht einmal 2% der weltweiten Emissionen. Vollkommen irre. Da dieser Anspruch vollkommen geisteskrank ist, postulierten Sie, die Deutschen wären Vorreiter, dem der Rest der Welt folgen werde. Der Rest der Welt lacht sich kaputt über die Deutschen und nimmt uns genüsslich aus. Auf Ihre Veranlassung hin wurde beispielsweise die CO2-Besteuerung eingeführt mit dem alleinigen Ziel, die deutsche Wirtschaft Schritt für Schritt langsam aber sicher in den Ruin zu treiben. Aber auch für Privatleute werden fossile Brennstoffe immer teurer, mit dem Ziel, sie letztendlich unbezahlbar zu machen. Das nennen Sie dann transformieren und die Heizung klimaneutral machen, um nur ein paar Ihrer Propagandaphrasen zu gebrauchen. Aber Sie zerstören damit ganz bewusst das bisher wunderbar funktionierende Versorgungssystem mittels billigen und für jedermann erschwinglichen Öl- und Gasheizungen. Und wofür? Selbst wenn Deutschland von heute auf morgen von der Klimalandkarte verschwände, also 0 Gramm Emissionen verursachte, und wenn der ganze IPCC-Klimapopanz wahr wäre, dann läge die Verringerung der hypothetischen Erderwärmung bei gerade mal 0,00056 Grad Celsius. Liebe Konservative in der CDU, übernehmen Sie endlich wieder das Zepter, schicken Sie die grünen und linken Spinner in die Wüste und machen Sie endlich wieder vernünftige Politik im Interesse Ihres Arbeitgebers. Und das ist das deutsche Volk. Dabei werden wir Sie unterstützen. Diesen ideologischen Unsinn lehnen wir aber ab. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine unerfreuliche Sache zu sagen und zu erledigen. Ich habe nämlich ich werde Herrn Hilse einen Ordnungsruf erteilen. Und zwar führt das Zeigen von politischen Symbolen bzw. politischen Aufkleber insbesondere diffamierenden Charakters. Ich gehe davon aus, dass wenn jemand hier am Pult steht und eine Mappe mit einem Aufkleber mitbringt, die er dann auch noch zwischendurch mal hochhält, genau weiß, was da draufsteht, und sage ausdrücklich, die politische Auseinandersetzung findet hier im Saal verbal statt und nicht mit Aufklebern und schon gar nicht mit diffamierenden Aufklebern. Und Herr Hilse, sollten Sie den gleichen Aufkleber, was ich von hier aus nicht sehen kann, auch auf Ihrem Laptop haben, den Sie hier zeigen im Plenarsaal, dann weise ich Sie darauf hin, dass auch das nicht vorgesehen ist, und bitte Sie sehr, das zu beenden.